Wie würde sich die Gemeinde Steinen verändern mit einer liberalen, individualistischen Raumplanungspolitik? Wahrscheinlich würde in einem solchen Szenario die Wirtschaft stark gefördert werden und es könnten sich neue Industriekomplexe zwischen der Autobahn und der Bahnlinie ausbilden. Daneben wäre es denkbar, dass ökonomische Spezialformen angesiedelt werden, wie beispielsweise direkt beim Lauwerzer See ein neuer Hotelkomplex. Die Wohnquartiere würden sich wahrscheinlich dahingehend verändern, dass sie individualistischer werden. Es ist auch denkbar, dass neue Wohnquartiere ausgebildet werden, die vielleicht sogar als Gated Communities funktionieren. Auch der historische Dorfkern würde sich in diesem Sinne verändern. Baustrukturen, die so nicht mehr zweckmäßig sind, zum Beispiel ein Satteldach, könnten beispielsweise durch ein Flachdachgebäude ersetzt werden.